Hallo und willkommen zurück, meine Freunde, zu Fortress Craft Evolved. Wie gesagt, wir wollen ja jetzt, es ist wieder Tag geworden, mal ein wenig hier die Umgebung erforschen. Beziehungsweise, ich habe jetzt hier hinten schon Tin rausgeholt, das hattet ihr ja mitbekommen. Den werden wir jetzt mal direkt hier einschmelzen. Auch das haben die wieder neu gemacht. Ich kann jetzt hier unsere Tin-Ohr rein platzieren in unserem Ofen und ihr seht dann, geht die Temperatur hoch bis auf 1100 Grad ungefähr und dann fängt er an, Barren zu erstellen. So, Ressourcendings sind noch drin. Ich möchte jetzt gerne mal hier den Mammutbaum abbauen. Warum ich den Mammutbaum abbaue, das werde ich euch in dieser Folge erklären. Es ist nicht so wie bei Minecraft, dass man jetzt hingehen muss, man braucht eine Spitzacke, Spitzex und was weiß ich was alles, sondern man macht das alles hier mit seiner Gun. Und das kann ich auch aus ganz, ganz weiter Entfernung machen. Ich kann mich zum Beispiel jetzt hier hinstellen und mit der rechten Maus kann ich den Baum jetzt so abbauen. Ihr seht es, ne, wie ich den Baum abbauen kann. Und das ist eine wirklich tolle Sache. Und wenn ich hinlaufe, sammle ich automatisch alles ein. Und jetzt werden wir mal ganz klar mit der rechten Maus eben schnell den Mammutbaum wegmachen. Und diesen Mammutbaum, den benötigen wir. Den benötigen wir, um uns Schutz zu erstellen vor den Aliens. Denn diese Aliens, die verschießen so komische Säure. Und diese komische Säure der Aliens zerstört die ganze Umgebung. Das heißt, so wie ihr das jetzt hier seht, wird es nie wieder sein. Ne? Also, erinnert euch noch, wie schön es jetzt hier mal war, als wir hier gelandet sind. Die Aliens zerstören ihren eigenen Planeten selbst. So, und das werden wir unterbinden oder versuchen zu unterbinden, zumindest an dieser Position, wo wir am Bauen oder Abbauen sind. So, ich kann natürlich auch mit der Shift-Taste komplett alles abbauen, aber das machen wir auch nicht, weil dann ziehe ich hinten noch, ihr seht es jetzt schon, habe ich ein paar Löcher reingeschossen in den Schnee und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Leider ist es so, wie nicht in Minecraft, so rum heißt es vielleicht besser, denn wenn ich hier die ganzen Bäume entferne, bleiben die Blätter trotzdem dastehen. Ne? Das ist noch ein bisschen komisch, aber es ist ja auch kein Minecraft-Kopie, sondern es ist Fortress Craft und wirklich sehr, sehr zu empfehlen. So, dann wollen wir mal hier die paar Blätter noch wegfeuern. Was man hat, das hat man früher in der Alpha-Version, konnte man die Blätter und alles, konnte man noch verbrennen. Das geht, glaube ich, gar nicht mehr. Ich glaube, jetzt geht nur noch Kohle und Holz. Wenn mich nicht alles täuscht. Und es regnet hier permanent. Und hier haben wir noch mehr Holz und noch mehr Holz. Ihr seht, wir haben 200, 300 Holzstücke gleich schon aus einem einzigen Mammutbaum. Und ihr dürft nicht vergessen, die Aliens, die beobachten uns jetzt. Die nehmen ja jetzt jeden Schritt von uns auf diesem Planeten wahr, was wir hier tun, was stellen wir mit deren Planeten an. Vielleicht werden die sauer oder auch nicht, das wissen wir nicht. Das werden wir im Laufe des Spieles herausfinden. Und deswegen werde ich jetzt erstmal hier sauber den Mammutbaum abbauen. Und ihr seht, ich bekomme hier eine Auszeichnung nach der anderen. Denn letztendlich haben wir jetzt hier wirklich 356, oh, es geht ja weiter, 356 Holz aus einem einzelnen Baum rausbekommen. Und dieses Holz können wir jetzt wieder weiter bearbeiten. Wir können hingehen und können jetzt zum Beispiel mit der Taste C sagen, crafte mir doch mal bitte aus dem Holz Reinforcement Wood. Aber dieses Reinforcement Wood kann ich nur erstellen, wenn ich Wooden Planks habe. Und diese Wooden Planks kann ich hier erstellen. Und ihr seht, ein Wooden Planks ergibt ein... fünf Wooden Planks benötigt ein Tree Trunk. Und deswegen werden wir jetzt mal hingehen und werden die ganz schnell erstellen. Ich halte die STRG-Taste gedrückt. Somit erstelle ich ganz schnell ganz viel davon. Jetzt haben wir 163 Wooden Planks und jetzt gehen wir hin und erstellen die Reinforcement. Machen wir das mal, gucken mal, haben wir 1635 Stück von. Da craften wir jetzt erstmal eine halbe Stunde, bis wir die weg haben. Das dauert. So, craft, 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 craft und dann haben wir schon mal direkt den ersten Schutz.
So, alles weggecraftet. Drücken wir die Taste 1. Schauen wir uns mal an. Wir haben 1K an wirklich, wirklich gutem Schutz. Und den brauchen wir auch. Und jetzt kommt was. Normalerweise bei Minecraft geht man ja jetzt hin, man trägt die Erde ab und trägt den Stein oder was weiß ich was auf. Das geht hier ein wenig anders. Und zwar muss ich jetzt mal nur überlegen, wie wir das hier anstellen. Oder wie ich das anstellen möchte. Da hinten, das ist auch wieder leer. Wir gehen jetzt erstmal hin. Wie viel habe ich denn hiervon? Weiß ich auch nicht. Ja, wisst ihr was? Machen wir es erstmal. Wie viel sind denn das hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind es. Gehen wir hier mal hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt also, alles was hier ist, schießen wir jetzt mal eben weg. Weg mit euch, weg mit euch, weg mit euch. Wofür wir Schnee brauchen? Wir brauchen also jeden Block irgendwann, früher oder später brauchen wir den Block auch nochmal. Und ja. Hier haben wir schön weggenatzt. Dann werden wir hier noch wegmachen. So, ich werde jetzt hier eine Reihe ausheben. Jetzt fragt der eine oder andere sich, warum macht er das? Das zeige ich euch jetzt gleich. Warum der das macht. Das ist also, wie gesagt, wir bauen jetzt hier keine Base auf. Die Base, die kommt erst viel später. Wir wollen natürlich versuchen, uns unter Wasser, wollte ich schon sagen, unterhalb der Erde aufzuhalten. Denn das ist gesünder für uns. Das ist Kacke, was ich da gemacht habe eigentlich. Da muss ich noch eine. Reicht das, wenn ich noch eine da mache? Ja. Und zwar, was ich euch zeigen möchte, ist, wenn ich jetzt hier stehe und ich ziele jetzt hier auf meinen Block. Nee, das kann ich gar nicht. Das ist zu weit weg. Das ist Mist. Das ist Mist, meine Freunde, das ist Mist. Machen wir es mal so. So, ich ziele jetzt auf diesen Block und wähle jetzt mein Holz aus. Sag jetzt einmal Klick und der zieht mir automatisch die Reihe. Habt ihr das gesehen? So, aber das kann ich nicht, weil das jetzt hier nur eine so eine Linie ist. Dann muss ich hier die nochmal wegmachen, sonst sehe ich nämlich nichts. Dann machen wir die auch noch weg. Ist ja nicht so schlimm. Jetzt haben wir da ein Loch. Das ist auch nicht schlimm. So, ich kann auch hier gemütlich stehen bleiben und dann... Aber ich muss ja sowieso die Blöcke einsammeln. Von daher passt es dann. So. Das gleiche machen wir jetzt hier. Und es wird wieder dunkel. Zack. Daneben. Zack. Daneben. Und so kann man ganz schnell ganz große Flächen bebauen. Und diese Fläche, die ich jetzt hier bebaue, die jetzt noch nicht wirklich ausgereift ist, ist aber jetzt zumindest mal für den Anfang säuresicher. Das heißt, wir haben ein Fundament erschaffen, was jetzt von den Aliens beschützt ist oder geschützt ist oder für die Aliens uns Schutz bietet, ne? So, dann machen wir das noch weg. Jetzt wird es natürlich mal wieder dunkel, wie immer. Wir werden jetzt mal ganz schnell erstmal ein bisschen Ressourcen nachlegen. So, dann werden wir hier... Die werden jetzt natürlich ein bisschen weiter noch hier hinten hingehen, weil wir ein bisschen weiter zurückstehen. Je weiter ich zurückstehe, würde ich jetzt hier stehen, wird der jetzt die nächste Reihe sogar bis hier machen. Das ist also jetzt nicht so das Problem, ne? So, machen wir es hier hin. Dann machen wir den da hinten, treffen wir auch da. Ja, so richtig zu treffen ist schwierig. Da treffen wir jetzt die Laterne, das will ich nicht. Zack, da haben wir hier wieder einen getroffen. Jetzt wird es schwierig, weil wir unterhalb den Maschinen müssen. Ja, da werden wir wahrscheinlich nur zu vor den Maschinen kommen oder wir werden uns da das Stückchen drunter graben. Das ist jetzt auch nicht so die Welt. So, hier hin. Hier hin. Hier schön. So, wir sollten jetzt mal wieder ein bisschen zurückgehen, damit das hier ein bisschen größer wird. Hier alles schön voll machen.
Es ist also jetzt keine Base. Wir werden auch so gut wie möglich hier oben nichts hinbauen, sondern werden direkt unterhalb bauen. Das ist einfach sicherer und das gehört einfach dazu, dass man das hier oben plant und macht. Meine Freunde, die Folge ist allerdings wieder zu Ende. Ich werde jetzt hier schnell noch weiterbauen und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auf jeden Fall dabei. Deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr, wie gesagt, beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin. Tschüss, ciao und bye bye.